Am Frankfurter Flughafen wurden in dieser Woche 7 neue Luftsicherheitskontrollspuren in Betrieb genommen. Nach nur 6 Monaten Bauzeit wurden die Anlagen in einer Anbauhalle fertiggestellt. Eine neue Konfiguration der Kontrollstellen bietet Passagieren einen schnelleren Kontrollablauf. Es gibt hierbei eine sogenannte Überholspur für schnellere Passagiere. Für die Mitarbeiter der Kontrollspuren gibt es zudem mehr Platz für die Auswertung der Röntgenbilder aus den Kontrollen. Die neuen Kontrollstellen befinden sich beim Flugsteig A. Insgesamt betreibt die Bundespolizei 186 Kontrollstellen auf dem Flughafen Frankfurt. Wir haben am Frankfurter Flughafen gemeinsam mit der Fraport heute eine neue Halle hier eröffnet mit 7 neuen Kontrollspuren. Und diese Kontrollspuren haben Komfortelemente, wo es schneller geht, wo beim gleichen Sicherheitsstandard mehr Passagiere in einer Stunde kontrolliert werden können. Und wir versprechen uns damit, dass die Wartezeiten einfach kürzer werden hier am Frankfurter Flughafen. Das Neue an diesen Kontrollspuren ist, dass man überholen kann. Das heißt, es können zeitgleich mindestens 2 bis 3 Leute ihre Wannen befüllen und dann geht es schneller. Manchmal hat man einen langsamen Fluggast vor sich, den kann man jetzt überholen, weil man da geübter ist beim Fliegen und das macht das Ganze schneller.